Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden. Und ihr seht schon, wir werden von jeder Fraktion hier angegriffen. Nabatea noch. Ägypten war jetzt letzte Runde. Ach, und die dann natürlich. So, und wir sind wieder bankrott. Das pusht natürlich auch nicht wirklich mein Selbstvertrauen. Ja nun. So. Ah, okay. Ich dachte gerade so, warte, ein Sicherstreitwagen, aber der hat keinen Boni. Warte, ich hatte doch drei. Aber ja, das war hier mit richtig, richtig krassen Einheiten. Die machen dann auch sehr viel schönen Schaden. Warte mal, ich will mal schauen. Nahkampfangriff. 80 und Grundmoral 100. Weil das kann man ja auch nicht wirklich nehmen, weil wenn man durchfährt, macht man ein bisschen mehr Schaden als 80. Okay. Gut, ich glaube, wir sind fertig hier. Also, was ist der Plan? Ich weiß es nicht. Ich werde versuchen. Also, ich weiß halt nicht, was Athen hier machen will. Also, wenn Athen... Also, Athen könnte hier angreifen, aber mit denen sind sie ja nicht im Krieg, deswegen werden sie es nicht machen. Es würde sich für Athen eigentlich lohnen, also jetzt mal in Anführungsstrichen Real Talk, ich meinte es eigentlich nicht, das zu sagen, aber also wenn ihr so einen großen Vorpush macht, also wenn ihr, warte mal, wenn ihr jetzt Athen seid, und euer Kumpel, also wenn ihr Multiplayer macht in der Kampagne mit einem Freund und der ist hier zum Beispiel Galatien und der hat Probleme mit Seleukiden und ihr wollt dann von hier eine Armee nach da schicken, dann bietet es sich immer an, eine Stadt zu nehmen, die wenig bis gar nicht befestigt ist. Oder also in diesem Fall bietet sich wirklich Salamis an, weil von hier könnt ihr, also hier könnt ihr überall hin. Und die Insel anzugreifen ist immer ein bisschen problematisch. Klar, hier ist jetzt ein bisschen blöd, weil hier eine Fullstack Armee drin ist. Okay, dann nehm ich zurück, dann bietet sich das nicht an, aber an sich, wenn ihr hier wirklich ein Dorn im Auge von Seleukiden sein wollt, holt euch Salamis. Am besten dann noch mit einer Flotte, nicht nur mit einer Armee, sondern so Flotte und Armee und dann bedroht ihr Tarsus, Antiochia, Tyros und über hier, ups, und sogar über hier Jerusalem. Und es lohnt sich für Seleukiden nicht, hier eine Armee und da eine Armee zu haben. Also in meinem Fall jetzt schon, weil ich sehr länglich bin und von hier auch überall hinkommen, von hier auch und von hier auch. Also bei mir wäre es ja, nicht so effektiv. Da würde ich eher überlegen oder denken, dass er versucht, Tarsus einzunehmen oder eben Antiochia. Also an seiner Stelle würde ich Antiochia angreifen. Auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass er das macht. Ich glaube... Ja, also ich bin sehr gespannt, was die machen. Sehr gespannt. Und wir sind wieder bankrott. Also ja, jetzt noch nicht. Wir hatten, glaube ich, 900 und 500 da. Also minus 500 geben wir aus.
Gut, das war klar. Und das ist sehr, sehr blöd. Also es ist sehr, sehr blöd, dass er eigentlich, also fast 90% Fernkampfkavallerie ist. Ich könnte mir auch überlegen, also wenn wir es nicht schaffen, ist es, glaube ich, sogar besser. Weil dann pinne ich seine Einheiten. Aber, naja. Die Frage ist, wo seine Verstärkung herkommt. Rein theoretisch müsste sie von da kommen. Hier auf mit den beiden an der Seite. So. Upsi. Gut. Die Frage ist natürlich, warte, wieso haben die Rüstung Stufe 2 und die anderen nicht? Das würde ich sehr gerne zum Protokoll geben. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Und da! Das ist sogar besser. Unser General wird angegriffen! Das ist sogar besser. Sehr schön hier, ein sehr schönes, ja. Sehr schön, sehr. Die werden sich auch denken, oh, what the fuck? Was machen die da? Aber nicht gut. Okay, die Hügelmänner kommen mal vor. Und versuchen die dann ein bisschen reinzudrücken. Da die, ja. Ja, mit Kavallerie wäre das so schön. Flutscht der jetzt da raus? Das ist ärgerlich. Die Männer wanken. Welche? Wo? Da, achso. Da. Nur zu. Das ist jetzt natürlich blöd, dass der rausgekommen ist. Schön, aber ich habe ein paar Probleme trotzdem. Piken bereit! Nahkampftruppen erwarten Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Ja. Okay, gut. Das werden wir nicht schaffen.
Das werden wir nicht schaffen. Mach mal ein bisschen schneller. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Anblick. Blöd, aber nicht schlimm. Blöd, aber nicht schlimm. Das ist der Vorteil, wenn man wenn man eine Armee relativ nah dran hat. Also daneben hat. Ah ja, das habe ich vergessen. Massaker. Der hat hier 4 Pikiniere. Sperre sind halt auch gut. Ich überlege halt gerade wegen der Kavallerie. Ja, komm. Also wenigstens ein bisschen Schaden können wir machen. Der Kavallerie können wir, glaube ich, schon ein bisschen was machen. Ich würde mich halt hier gerne. Wollen wir uns hier so breit einfach mal ganz frech aufstellen? Oh wow, nee, okay, wollen wir nicht, weil hier ist so eine krasse Alpha-Wand. Das geht nicht, okay. Gut, dann machen wir keine Alpha-Wand. Hier, also dieses typische hier, ist an sich nicht schlecht. Ja, an sich ist das echt nicht schlecht. Ich habe halt nur überlegt, weil wenn der Fernkämpfer hat, dann, also ich kann halt nur von hier bis da und der kann halt von da bis da so ungefähr. Aber ich habe ja Kavallerie. Ich habe ja schöne Kavallerie. Mit der hoffe ich mal. Werde ich mal ein bisschen was machen. Hoffentlich ist die ein bisschen klüger drauf und klüger als jetzt die beim anderen. Die gegen die Steinschleuderer verloren haben. Also, wenn man gegen Speerwerfer verliert, okay, das ist alles andere als unverständlich und schlimm. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Aber gegen solche Steinschleuderer, die vielleicht ein kleines Messerchen haben. Okay.
Okay, die Kavallerie lasse ich noch ein bisschen. Unser General wird angegriffen. Mhm. Ich würde gerne wollen oder hätte es gerne, dass die nicht darauf schießen, sondern darauf, aber dann bewegt er sich. Okay, der geht jetzt außen rum, ne? Natürlich auch nicht hübsch. Dann muss ich wieder zurück. Was ist das? Mob. Achso. Hä? Wie, der hat einen Mob? Was ist das denn? Steinschleuderer! Feuer! Der hat einen Mob? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Okay, mach mal schneller hier. Das ist dringend. Das ist dringend hier vorne. Sehr schön, sehr schön. Das ist gut. Ich gehe mal außen rum. Seid ihr mal fertig? Ey, die östlichen Steinschleuderer, die sind voll krass im Nahkampf. Die sind richtig heftig. Tja, sie habt ihr Angst, ne? Ich geh mal nochmal raus und nochmal rein. Vielleicht merken die dann, dass die Kavallerie sind. Und eigentlich die kleinen Steinschleuderer normalerweise nichts gegen die zu sagen hätten. Ja, nun, also gegen die brauche ich eigentlich nicht anzukämpfen. Wow, er hat's geschafft. Weg da, da kommen auch noch Pikiniere. Sehr schön. Und wieder raus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und nochmal rein.
Oh wow. Okay, der Chargebar für den Boppes. Okay, nein, das wollen wir jetzt hier nicht. Ja, jetzt ist da halt so eine Pikniere-Wand. Aufhalten. Sehr schön. Raus. Lasst euch nicht fangen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Rein da. Und wieder raus. Das war sehr schön. Habt ihr es schön gemacht. Sehr schön gemacht. Und charge da rein. Oh, meine Pikiniere sind weg. Okay. Dann haben wir schon verloren. Aber wir haben schon ein bisschen was mitgenommen. Wir haben schon einige mitgenommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, das ist nicht gut. So, wieder raus. Steinschleuderer! Zerstört sie! Also, unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Schade, dass er hier geschützt war. So, er hat wirklich alles geschützt. Und ist nicht komplett hier rein. Weil dann hätte ich mit den Pferden rein, raus, halt raus und so weiter. Das ist ein schändlicher Angriff. Das wäre sehr viel effektiver dann gewesen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Aber es war so oder so schon relativ unsere erfolgreich. Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. 370, 2,3, 2,8 war schon ordentlich. Oh ja, der hatte zu viele Pikiniere. Also unter anderem natürlich. Gut. So. Jetzt geht er nach oben. Er weiß gerade auch nicht wirklich wohin. Ach nein, nicht schon wieder. Oh, gib doch auf, das könnt ihr nicht gewinnen. Oh, okay, das machen wir nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Alter, irgendwie. Normalerweise denke ich mir so, ja. Jetzt müssen wir mal wieder eine Schlacht machen, weil sonst wird das Display vielleicht zu langweilig. Und hier ist es eher so, oh Mann, nicht schon wieder eine Schlacht. So, ja. Krass. Gut. Wir kommen halt dadurch überhaupt nicht voran, ne? Dann, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Habt einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.